99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Ja, ihr werdet euch erinnern, ihr wisst, das ist das Lied von Nena, hat mehr Zeitbedeutung, als wir je gedacht hätten. Nena wurde ja auch gescholten. Warum? Weil sie halt ihre Meinung gesagt hat. Über dieses Thema werde ich mich unterhalten mit Hans-Georg Maaßen. Ich werde mich einfach den Gedanken nicht mehr los, in welchen Wahn leben wir. Wir erleben, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem World Economy Forum, also dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos, spricht und sagt, die Ukraine muss gewinnen, diesen Krieg gewinnen. Ein Biden stellt sich hin, darüber werden wir uns unterhalten, FAZ, welche Kriegsziele? Die Kriegsziele haben sich geändert. Amerika stellt sich auf einen langen Krieg, auf eine lange Auseinandersetzung, kriegerische Auseinandersetzung mit Russland ein. Biden warnt China vor der Einnahme Taiwans, man wird militärisch intervenieren. Ich frage mich, wann steht das Volk endlich auf? Wir haben Grüne, wir haben SPD, wir haben FDP, wir haben aber auch CDU, CSU, die in dieser Form das Ganze billigen. Ich höre nur noch schwere Waffen, schwere Waffen, schwere Waffen. Von Frieden spricht niemand mehr. Es wird eine Zeit nach dem Krieg geben, die muss es, wir müssen reden, die Diplomatie muss Einzug halten. Das heißt also hier zu sagen, man wird Putin beseitigen und aus seinem Amt treiben. Liebe Zuschauer, wacht endlich auf. Ihr, die Zuschauer, ihr wacht auf. Ihr müsst jedem sagen, es geht um euch, um eure Kinder und Kindeskinder, dass diese Welt so bleibt, wie sie ist. Wir sprechen um 1,5% Erderwärmung, laufen aber Gefahr, in einen Atomkrieg hineinzulaufen. Schaut euch bitte dieses Interview an. Ich bitte darum, dieses Video zu teilen, unseren Kanal zu abonnieren. Und es ist schön, wenn ihr uns unterstützt. Danke. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, auch heute wieder ein interessanter Gesprächsgast. Dr. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Chef des Bundesverfassungsschutzes, ja, des Inlandsgeheimdienstes. Herr Maaßen, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Guten Tag, Herr Weber. Herr Maaßen, gestatten Sie mir, dass ich Sie nach einem Songtext frage, der sehr ins Zeitgeschehen passt. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Weiter kann ich nicht lesen, dann wissen Sie es wahrscheinlich sofort. Aber wahrscheinlich auch so. Ja, ist schon etwas her, Herr Weber. 99 Luftballons von Nena. Ja, sie ist ja auch etwas in die Schlagzeilen geraten, weil sie ihre Meinung kundtut. Herr Maaßen, wir hatten unlängst in der Frankfurter Allgemeinen eine Überschrift, einen Artikel, schleichender Strategiewechsel. Amerika will Russland über den Krieg hinaus schwächen. Ich dachte immer, das ist eine Auseinandersetzung, die betrifft jetzt ausschließlich die Ukraine. Gut, die NATO respektive damit die Vereinigten Staaten haben sich denn angeschlossen. Aber langfristig schwächen. 2 Monate nach Kriegsbeginn setzt Washington sich neue Ziele. Die amerikanische Regierung bereitet sich auf eine jahrelange Auseinandersetzung mit Moskau vor. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören? Naja, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ja letztendlich auch keinen neuen Analyseansatz. Das haben auch viele wirklich kompetente Analysten in den letzten Monaten ja nun auch schon gesagt, wir haben es hier mit einem Stellvertreterkrieg zu tun. Herr Zelensky ist für mich eine Art Herr Karzai-Figuren, die wir aus Afghanistan und anderen Staaten kennen, die letztendlich wenig zu sagen haben und die Interessen der USA vertreten. Er ist in den letzten Jahren kräftig unterstützt worden, militärisch unterstützt worden, durch die Administration unterstützt worden und vertritt hier in erster Linie amerikanische Interessen. Man muss sich einmal vorstellen, warum wird denn in der Ukraine letztendlich Krieg geführt? Es ist nicht so, dass die Russen einfach einmarschiert sind, weil sie das Gebiet dort besetzen wollten, sondern Zelensky hat klar gesagt, er will Teil der NATO werden, er will Teil der EU werden. Also das waren die Forderungen von Zelensky und die Russen haben gesagt, das ist eine rote Linie, die überschritten wird, wenn das passiert und ist dann einmarschiert. Das heißt also, hier sterben Tausende von Menschen für die Forderung, Teil der NATO, Teil des Westens zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht hier nicht um einen imperialistischen Feldzug, wie immer dargestellt wird, sondern darum. Und letztendlich geht es darum, dass die USA ihr Einflussgebiet ausdehnen wollten. Und es geht, und das hat Präsident Biden unverhohlen ja schon vor Wochen gesagt, es geht um einen Systemwechsel in Moskau. Seine eigene Administration hat Biden dann
quasi zurückgepfiffen, diesen alten senilen Mann, dann gesagt, das war gar nicht so gemeint, also Systemwechsel war nicht gemeint. Doch, es ist ein Systemwechsel gemeint. Und jetzt hat Außenminister Austin, Verteidigungsminister Austin, das jüngst auch wieder gesagt, es geht darum, Russland zu schwächen, dass Russland globalpolitisch marginalisiert wird. Marginalisiert wird, dass es globalpolitisch im Konflikt Russland, Konflikt China, USA keine Rolle mehr spielt als mögliche dritte Macht. Und das sind die Kriegsziele der USA, die man sich vor Augen führen muss. Und die armen Menschen in der Ukraine sind letztendlich nur das Medium, sind die Opfer, sind das Schlachtfeld, wo eben der Krieg zwischen den USA und Russland ausgetragen wird. Aber eine gefährliche Situation, denn im Endeffekt ist es ja so, es wird ja immer, wir kommen noch dazu, welche Aussagen von deutschen oder europäischen Politikern getroffen werden. Es ist ja letztlich eine Situation, die dann auf dem Rücken Europas ausgetragen wird, was wir hier erleben. Und wenn ich hier weiter zitieren darf, die New York Times fragt, was wollen eigentlich die USA? Und das ist ja etwas, wo man sagt, die New York Times ist ja eigentlich eine sehr dem Demokraten nahestehende Zeitung beziehungsweise Magazin mit am Wochenende. Die Kriegsziele sind dort nicht bekannt. Ja, wenn jetzt schon die New York Times hinterfragt, was will die amerikanische Regierung eigentlich, fängt die Presse an, langsam zu begreifen, welche Gefahr hier in dem Handeln steckt? Ich habe mich auch über diesen Artikel in der New York Times gewundert, weil gerade die New York Times aus meiner Sicht zu der Kriegshetzerpartei in den USA gehörte, nämlich zu den Demokraten. Die Republikaner, jedenfalls um Trump, das Umfeld hat sich wesentlich moderater von Anfang an gegenüber Putin geäußert und zählt aus meiner Wahrnehmung nicht zu den Kriegstreibern. Dass ausgerechnet jetzt die New York Times diese Frage aufwirft, ist schon merkwürdig, weil die New York Times eigentlich wissen sollte, um was es geht. Es geht ja nicht um Menschenrechte und Freiheiten. Es geht ja nicht um all das, was vom Westen in den vergangenen Jahrzehnten bei Kriegen immer wieder als hohe Monstranz hochgehalten wurde, um den Gegner zu dämonisieren. Es geht hier schlicht um Macht. Es geht um die Ausweitung des amerikanischen Interessenraums, auch mit Blick auf eben, ich sage mal, einen Showdown, den Endkampf zwischen den USA und China. Und darauf bereiten sich die USA in den letzten 20 Jahren einfach vor. Und die Russen sollen und müssen aus diesem Zweck aus meiner Wahrnehmung marginalisiert werden. Jetzt bleibt ja eines immer außer Acht, dass die führenden Medien, dazu zählen auch die Öffentlich-Rechtlichen, dazu zählt die FAZ und insbesondere die Süddeutsche, noch vor einem Jahr und davor sehr kritisch über die Ukraine berichtet hat, insbesondere über den Präsidenten Zelensky und auch deutlich gesagt hat, korrupt wie eh und je. Und dass dieses Land auch sehr vergleichbar mit den Handlungsweisen und mit den Oligarchen, wie letztlich das in Nachbarland Russland darstellt, wird völlig außer Acht gelassen. Man dämonisiert Putin und es wird eine Zeit danach geben. Und das Russland besiegen, Herr Maaßen, das hat schon mal jemand versucht. Und das hat unseren Vorfahren sehr viel Leid gebracht. Und der Überfall ging von Deutschland aus. Aber wenn wir das jetzt erleben, dieser Wandel, er wird anscheinend von der Bevölkerung überhaupt nicht wahrgenommen. Und Sie müssen sehen, ein großer Teil der Bevölkerung ist unpolitisch. Das sind ja nicht die Leute, die sich tagtäglich über Jahre mit der Ukraine und mit Russland beschäftigen. Das sind Menschen, die haben ihr tägliches Leben zu leben, haben ihre Arbeit, haben Familie, Freizeit und beschäftigen sich allenfalls, ich sage mal zu Zeiten zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr mit Weltpolitik. Oder wenn Sie die Lokalzeitung lesen, diese Leute, und von denen kann man auch nicht erwarten, dass sie es tun, diese Leute haben einfach die Ukraine nicht über Jahre verfolgt. Diejenigen, die es verfolgt haben und auch hätten tun müssen zumindest, sind Politiker, sind auch Berufskollegen von den Journalisten, denen natürlich hätte auffallen müssen, dass vor einem Jahr Zelensky noch als oberkorrupter Schurke Osteuropas dargestellt wurde, eine Marionette von Oligarchen und jedenfalls auch von amerikanischen Unternehmen. Und jetzt wird er als der Heilige dargestellt, der Heilige Zelensky aus Kiew. Das hätte natürlich allen, die sich über Jahre mit dem Thema Ukraine beschäftigt haben, auffallen müssen. Und das hätte auch angeprangert werden müssen. Und das hätte auch zur Sprache gebracht werden müssen im Bundestag, dass es einfach nicht so geht, dass hier eine Person, die in der Tat korrupt ist, mindestens 800 Millionen US-Dollar soll sie angehäuft haben, soll eine sehr enge Beziehung haben zu einem sehr, sehr finanzstarken ukrainisch-israelisch-amerikanischen Oligarchen.
dass diese Person hier so gefeiert wird und dass sie auch so massiv unterstützt wird. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Gar nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch gar nicht für private Medien, die jedenfalls von sich erwarten oder den Anspruch haben, objektiv und wahrhaftig zu berichten. Nun gibt es jemand, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, Sie hätten nicht gedacht, dass Sie dem beipflichten können. Es gibt einen weiteren Tweet, und zwar ist es Oscar Lafontaine, der sagt, Lafontaine warnt, die USA treibt Europa in einen Atomkrieg. Die gefährlichsten US-Vasallen in der Bundesregierung sind die Grünen. Es ist erstaunlich, in welchem Ausmaß Politiker und Journalisten in Europa, vor allem in Deutschland, blind der brandgefährlichen US-Strategie einer weiteren Anheizung des Ukraine-Kriegs folgen. Kann dem widersprochen werden? Ich mache mir das natürlich nicht eins zu eins zu eigen, Herr Weber, weil ich auch kein Sympathisant der Partei Die Linken bin und ihrer heraus oder ehemaliger und ehemaliger Politiker der Linken bin. Aber da ist inhaltlich aus meiner Sicht sehr viel Wahres dran. Es ist viel Wahres dran, dass die Grünen ihre unumstößlichen Grundsätze von heute auf morgen über Bord geworfen haben. Sie waren es, die Partei der Friedensbewegung waren. Sie waren es, die im Parlament permanent gegen die Bundeswehr gehetzt hatten und gegen die Landesverteidigung. Sie waren es, die Bundeswehr, die Sicherheitsbehörden diffamiert und diskreditiert haben. Und sie sind so anstandslos, dass die von heute auf morgen all das über Bord werfen. So in etwa, was interessiert mich mein Geschwätz der letzten 50 Jahre? Ich bin jetzt die Partei des Krieges, des Imperialismus und vertrete die Position von Davos und den USA. So auf den Nenner gebracht ist die Position der Grünen. Und das demaskiert sie auch. All das, was die Grünen immer als Grundsätze vorgeben, wofür sie treten, ist nur Vorwand. Vorwand der Umweltschutz, Vorwand auch der Pazifismus. Und was sie im Umweltbereich jetzt tun, das sieht jeder, der durch die Landschaft fährt und diese riesigen Spargelstangen sieht, diese 250 Meter großen Windräder, die Grünen aufbauen und die auch keine Scheu haben, unseren Boden zu verseuchen mit Beton, mit Ölen und dergleichen. Alles für den angeblichen Klima- oder Naturschutz. Man muss natürlich auch sagen, auch andere Parteien haben dem mit zugestimmt und tun es auch weiterhin. Sie sprachen Davos an, und zwar dieses World Economic Forum, also dieses Wirtschaftsforum in Davos. Ursula von der Leyen hat unter anderem da auch gesprochen und sagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Ich sprach vorhin schon an, es hat schon mal in Deutschland jemand über, wir müssen den Krieg gewinnen und andere schreckliche Dinge in der Verbreitung gehabt. Ukraine muss diesen Krieg gewinnen und die EU-Kommissionspräsidentin schickt sich dem vor, Herr Maaßen. Also ich frage mich, was in den Kopf von Frau von der Leyen gefahren ist, aber es ist schon schlimm, dass diese Frau auch Bundesverteidigungsministerin einmal war. Man muss auch daran denken, dass diese Frau für die Zerstörung der Wehrfähigkeit der Bundeswehr mit ihrer Verantwortung getragen hat. Und jetzt in einer derartigen Weise hetzt, ist für mich eigentlich schlicht unerträglich. Nein, es geht darum, wir müssen hier Waffenstillstand haben, wir müssen zu einem baldigen Frieden kommen. Es kann nicht sein, dass hier Tausende von Menschen sterben, nur weil Herr Zelensky und die hinter ihm stehenden Personen die Ukraine in das westliche Einflussgebiet holen wollen. Der Krieg muss aufhören, damit die Menschen in der Ukraine nicht mehr weiter leiden. Aber der Krieg muss auch deshalb aufhören, damit wir hier ein spannungsfreies Zusammenleben in Europa haben und damit unsere Wirtschaft sich wieder entwickeln kann. Damit wir auch finanziell wieder auf die Beine kommen. Es kann nicht sein, dass wir Milliarden und Milliarden für einen Krieg reingeben, der uns nichts angeht, den andere gerne betreiben möchten, aber der nicht unser Krieg ist. Nun habe ich eine neueste Meldung, und zwar betrifft sie eine Kritik an Kanzler Scholz von der Frau Strack-Zimmermann von der FDP. Sie sagt, Strack-Zimmermann warnt Image als Bremser. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses wirft der Bundesregierung mangelnde Kommunikation im Ukraine-Krieg vor. Es dürfe nicht sein, dass die Welt Deutschlands als kompletten Bremser sieht. Herr Maaßen, sehen Sie überhaupt jemanden in der politischen Landschaft, der jetzt mal für Frieden plädiert und der sagt, Moment, wir können nicht ständig von Krieg, schwere Waffen, Milliardenhilfen und der Krieg muss gewonnen werden und Putin muss abgesetzt werden. Sehen Sie da jemanden in der politischen Landschaft, ich spreche auch die CDU-CSU an, der jetzt einfach mal sagt, wir brauchen Frieden, wir wollen in Ruhe und Frieden in Deutschland und in Europa leben? Wissen Sie, es gibt bestimmt viele Leute im Bundestag,
die wollen diesen Krieg nicht und die sind auch hoch unzufrieden mit dieser offiziellen Politik, die von CDU, CSU und Grünen einerseits und auch von der SPD andererseits geführt wird. Nämlich auf der einen Seite die Stimme eigentlich der Transatlantiker und auf der anderen Seite diejenigen, die wirklich Putin nicht nur verstehen, sondern auch Putins Interessen vertreten. So nehme ich jedenfalls die Menschen wahr, die letztendlich für Nord Stream 2 waren, die permanent auch mit Putin herumkungelten. Was ist aus meiner Sicht notwendig ist, ist, dass endlich mal deutsche Interessen hier vertreten werden. Die deutschen Interessen sind nicht deckungsgleich mit den amerikanischen, nicht mit den ukrainischen und auch nicht mit den russischen. Und unser Interesse muss sein, dass Frieden herrscht in Europa. So, und da komme ich auf einen zentralen Punkt aus meiner Wahrnehmung, nämlich die Medienlage in Deutschland. Wenn Sie sich die Blätter anschauen und die öffentlich-rechtlichen Medien anschauen, das sind aus meiner Sicht die maßgebenden Faktoren, die immer wieder auf die Kriegstrommel schlagen. Immer lauter und immer schneller. Und da fällt es vielen Politikern einfach schwer, dagegen anzukommen. Sie wollen nicht untergehen und sie wollen sich als Putin-Versteher oder als rechts oder sonst wie diffamiert werden von den Medien. Sie kennen ja das Geschäft der Medien, das brutal ist, Leute auszugrenzen, den Ruf zu ruinieren. Das wollen sie nicht und da halten sie lieber den Mund. Um es nochmal zu sagen, ich glaube, es gibt schon viele Politiker, die es differenziert sehen, die auch wie ich die Position vertreten, wir müssen ja deutsche Interessen vertreten und wir brauchen Frieden, aber sie trauen sich nicht, ihre Stimme zu erheben. Aber jetzt mal Butter bei die Fisch. Die sind doch gewählt worden als souverän und wir sprechen doch immer, wir sind die Arbeitgeber derjenigen, die in den Länderparlamenten und im Bundestag sitzen. Da muss doch mal jemand sagen, okay, das mag Merz oder das mag andere Ansicht sein, Strack-Zimmermann oder in der SPD und auch bei den Grünen gibt es ja auch viele. Aber da muss doch mal letztlich jemand entsprechend was in der Hose haben und so sagen, jetzt steh mal auf, das machen wir nicht mehr mit. Denn zum Wohle des deutschen Volkes, das ist doch keine Frage, aber das, ich bezeichne das als feige. Schauen Sie, Herr Maaßen, Sie sprachen es eben an, Sie sagten, ich habe es selber erlebt. Ich habe in den letzten Jahren doch erleben müssen, wie ich hier vom gefeierten Mann in Nürnberg und im Nürnberger Land, der hier sehr viel getan hat im Baubereich, in vielen anderen Bereichen, der ein Gönner war verschiedenster Einrichtungen, der dann plötzlich, wenn er seine Meinung sagt, unter Beibehaltung dessen, was er schon immer denkt, ja, stigmatisiert wird, der ausgegrenzt wird, der den offen gedroht wird, der bekommt keine Aufträge mehr. Ich verstehe bei vielen, dass sie es letztlich sagen, ich kann das nicht, das ist meine Existenz. Aber ein Politiker hat doch ein anderes Ansinnen, als ich das jetzt als Unternehmer oder Bürger habe, sondern er hat doch dafür zu sorgen, dass er für das eintritt, für das er gewählt wird. Und das ist in erster Linie Sicherheit und Wohlstand in unserem eigenen Land. Also in der Theorie, Herr Weber, haben Sie vollkommen recht, die Praxis sieht anders aus. Und die Praxis, ohne Ihnen nahezutreten zu wollen, Herr Weber, Sie sind ein Mann mit Standing, Sie sind jemand mit Lebenserfahrung, Sie sind jemand, der auch wirtschaftlich in einer gewissen Art und Weise unabhängig ist. Und diese Unabhängigkeit ist für viele in der Politik durchaus gefährlich. Nämlich ein Mensch, der unabhängig ist, kann den Mund aufmachen und sich nicht den Mund verbieten lassen. Und wenn Sie sich das Personal im Bundestag anschauen, egal in welcher Partei, die allermeisten sind einfach davon abhängig. In irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis stehen sie. Und sei es auch nur, dass sie eigentlich noch weiterkommen wollen, dass sie erst Anfang 30 oder Ende 30 sind und dann sich sagen, ich habe noch 30 Jahre vor mir und will nicht jetzt schon den Edeka-Stempel haben, also Ende der Karriere, dann halte ich lieber den Mund und die Füße still, sage nichts und habe die Hoffnung, in der nächsten Runde werde ich dann Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses oder Sprecher für sowieso oder sogar parlamentarischer Staatssekretär. Das ist die Praxis. Das, was Sie gesagt haben, ist die Theorie. Wir werden die Sendung Edeka nennen. Danke, das ist gut. Ich darf den von mir sehr geschätzten Henry Kissinger hier erwähnen. Der sagte, er warnt außerdem vor weiteren Eingriffen des Westens im Ukraine-Krieg. Der ehemalige US-Außenminister, die Älteren unter uns werden das noch wissen, Ukraine soll Gebiete an Russland abgeben, um Krieg zu stoppen. Nun ist es ja jemand, der Henry Kissinger ist ja nicht weit hier von Nürnberg aufgewachsen, mit in Fürth, er spricht ja auch mit Deutsch. Kann man diese Überlegung treffen? Ja, diese Überlegung kann man treffen. Und wenn einer wie Henry Kissinger die Überlegung trifft, muss man auch sich wirklich Gedanken darüber machen, warum macht er es. Also Kissinger habe ich außerordentlich immer geschätzt in seinen Analysen. Er ist ein hochintelligenter, ein kluger Mann, aber er zählte in den USA immer zu den Falken. Das waren die Leute, die im Grunde genommen
in der Auseinandersetzung damals mit der Sowjetunion immer die harte Linie vertreten haben und eigentlich gehört er bis heute zu denjenigen, die eigentlich die globale Strategie der USA auch vorgedacht hatten. Und wenn jemand wie er, wenn er jetzt schon quasi das Rückzugshorn bläst, dann zeigt es, dass der Mann das Schlachtfeld und die globale Lage sehr gut überschaut und ihm schon ziemlich klar ist, dass das ein Krieg ist, den die USA und der Westen einfach nicht gewinnen werden. Zu glauben, dass Frau von der Leyen mit dem Brüsseler Sowjet in Moskau einmarschiert und Putin stürzt, das ist was vielleicht für Kleinmädchen denken. Aber globale Strategen wie Kissinger haben längst begriffen, dass sie hier einen Krieg angefangen haben, wie die USA, wie so viele andere in der Vergangenheit auch, wo sie letztendlich vielleicht nach noch ein paar Jahren, aber mit Schimpf und Schande, unter Herrn Zelensky das Land verlassen müssen. Und das haben die Amerikaner in Vietnam erlebt, das haben die Amerikaner in Syrien gesehen, wo sie es probiert hatten. Sie haben es in Libyen gesehen, sie haben es auch im Irak gesehen. Und wir alle haben noch in Erinnerung die Bilder von Afghanistan im letzten Jahr, wo die Amerikaner und auch wir fluchtartig das Land nach 20 Jahren Krieg für Freiheit, Menschenrechte und was wir sonst noch uns auf die Fahnen geschrieben haben, verlassen hatten. Also ich glaube, wir müssen hier Henry Kissinger, diesen großen alten Strategen aus den USA, müssen wir wirklich ernst nehmen und nicht nur, und vor allem nicht nur wir, sondern auch die amerikanische Administration sollte diesen Mann ernst nehmen. Und ich würde auch empfehlen, entsprechend zu handeln. Ich empfehle an dieser Stelle den Zuschauern einmal verschiedene Veröffentlichungen sich zu Gemüte zu führen, was die Süddeutsche Zeitung angeht. Der Irakkrieg hat zwischen 500.000 und 900.000 Menschen das Leben gekostet. Mit der Situation, dass wir den gesamten Nahen Osten destabilisiert haben. Ich habe zum Schluss des Interviews habe ich noch etwas, eine Veröffentlichung vom Nachrichtensender NTV, relativ aktuell. Falls es zur Invasion in Taiwan kommt, Biden droht China mit militärischer Reaktion, die kontern mit einer Warnung. Es kann einem doch Angst und Bange werden, wenn er sagt, ich lege mich mit Russland an. Ich sage hier, und Biden ist für mich ein alter seniler Mann, der sicherlich hier gesteuert wird. Und liebe Zuschauer, gestatten Sie mir, jedes Mal, wenn er ans Rednerpult kommt, denke ich, die Gesichtszüge sind nicht mehr erkennbar. Da hat Botox volle Arbeit geleistet. Und ansonsten frage ich mich, wie dieser Mann gesteuert wird. Aber ist es nicht ein Risiko? Und die Welt muss doch erkennen, dass Biden, wenn sie so wollen, eigentlich ein gesteuerter Kriegstreiber ist. Also die Taiwan Frage bereitet natürlich allen, die Ostasien sich anschauen, große Sorgen, weil Xi es durchaus, also Präsident Xi es durchaus ernst meint, Taiwan zu China zurückzuholen, wie er es sagt. Er betrachtet es als Teil von China. Die Taiwanesen sehen es naturgemäß anders, wir auch. Taiwanesen haben ein Recht auf Souveränität. Wir könnten in der Taiwan-Frage ja wirklich in einen ganz schweren Krieg hineinsteuern. Ich sehe es als Gefahr, dass er Xi möglicherweise wie viele Staatschefs, die autokratisch regieren, nicht die ganze Lage kennt und nicht die ganze Lage übersieht und vor allem nicht mitbekommt, für wie wichtig die USA bislang eben Taiwan gehalten haben. Und das könnte letztendlich dazu führen, dass wir hier in einen Krieg in Ostasien hineingleiten, der ein wirklich heißer Krieg wird, wo die USA, Biden, sich sagen, wir können hier Taiwan nicht in die Hände der Rotchinesen gleiten lassen, ohne unsere dominante Stellung als USA in der Welt zu verlieren. Und das wäre wirklich ein Weltkrieg, wenn er da ausbrechen würde, nach meiner Wahrnehmung. Ja, Herr Maaßen, besorgniserregend. Und das sollte uns eine Erkenntnislage geben, die mich dazu jetzt befleißigen, von Lena nochmal die beiden letzten Strophen ihres Liedtextes 99 Luftballons vorzulesen. Denn das Lied dürfen wir aus rechtlichen Gründen, was den Songinhalt angeht, ja nicht veröffentlichen. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute ziehe ich meine Runden, sehe die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich, lass ihn fliegen.
Herr Maaßen, ich denke, das ist etwas, das sollten sich die Menschen mal zu Gemüte führen und allgemein sagen, steht endlich auf für Frieden, für Freiheit und für Demokratie. Und ein Krieg, wie er jetzt geführt wird, dient nie Freiheit und Demokratie, sondern sind territoriale Ansprüche und Machtansprüche. Ich hoffe, ich habe damit ein Schlusswort getroffen, dem Sie sich weitestgehend anschließen können. Dankeschön, Herr Weber. Ich sage auch herzlichen Dank. Machen Sie es gut.